trotzdem machen wir noch ein Brokat. Der Himmel kann es gebrauchen. Den allerersten Brokat, paralleler Stand. Ihr könnt ein bisschen in den breiteren Stand, wenn ihr wollt, also so, dass die Schulter breit steht. Wie immer, Knie leicht eingefedert, untere Hüfte nach vorne, wenn es geht, Bauchatmung. Bisschen Luft unter den Achseln, also die Grundstellung. Ja. Nach oben ausgerichtet. Dann so wie Schüssel tragen, aber mit lockeren Schultern. Einen Kreisbogen einatmen, ein bisschen aufrichten, verschränken der Finger und hier ein bisschen sitzen, ausatmen. Umdrehen der Hände, also Handflächen zeigen nach oben, sind trotzdem noch verschränkt die Finger. Aber wenn ihr nach oben nicht könnt, könnt ihr das auch nach vorne machen. Also nicht könnt, wenn euch das unangenehm ist, dann macht es nach vorne. Das hat aber einen anderen Effekt. Und dann, wenn ihr wollt, das gehört eigentlich mit dazu, mit dem Gewicht in die vorderen Fußballen hacken, anheben und ausatmend, großer Kreis, wieder zur Erde zurückkommen. Nochmal. Einatmen. Aus. Ein und aus. Die ist deswegen so toll, weil erstens der ganze Körper mal gestreckt wird und der Atem fast von selber vollständig wird. Also es ist gut, das am Nachmittag zu machen, wenn ihr so ein Biotief habt. Einmal noch. Auch kurz nachspüren.